Oh, Freunde, ich habe euch noch gar nicht gesehen. Willkommen zurück hier zu einer neuen Folge von den JMC-Bewertungen, Freunde. Ich freue mich sehr drauf, denn ich habe gehört, gerade über mein Ohr, über die Regie, die hat mir gerade gesagt, yo, Flo, der Flo, wir sind back mit einer neuen Gruppe. Gruppe H, Freunde, Gruppe H. H wie die Haarmilch, H wie die Holger und H wie Hello, Motherfucker. wir sind back mit Gruppe H, wie gesagt. Ich freue mich sehr drauf, denn wir haben hier unglaubliche Talente wie Yuri, Grinch Hill und der Asiate drin. Ich bin auf jeden Fall gespannt, Freunde. Übrigens, kleine Randinfo nochmal. Ich hätte fast Randgruppe gesagt. Da hätte ich mich wieder irgendwo reingeritten hier mit meinem kleinen Pferdchen. Sache von Yuri Bratans aus Favelas habe ich schon mal hochgeladen. Ich glaube, ein paar von euch haben es gesehen. Wurde leider gesperrt nach einiger Zeit. Ich habe es nochmal hochgeladen, auf privat im Moment noch. Es ist noch nicht gesperrt worden. Bedeutet, es wird vielleicht am Donnerstag das Comeback geben von der Reaction. Also würde ich am Donnerstag Bratans aus Favelas hochladen. Aber auch wahrscheinlich, wenn er nicht gesperrt wird, von Contra Kali neuen Track. Also wird es auf jeden Fall zwei Rap-Bewertungen plus JMC geben am Donnerstag. Also freut euch da auf jeden Fall drauf. Entweder Yuri und Contra K oder Yuri und das neue Lied von Zepter und Co. Schreibt also gerne rein. Ich werde auch mal ein Vote reinhauen, Freunde. Votet mal gerne hier. Wollt ihr Contra K oder wollt ihr Zepter haben? Vielleicht wird Yuri bis dahin auch wieder gesperrt, dann bekommt ihr beides. Aber votet sonst gerne mal. Ja, ich möchte gar nicht mehr viel mehr labern, Freunde. Ich habe eben noch ein schnelles Workout durchgezogen. 12,5 Stunden habe ich Bizeps Curls gerade gemacht. Und da würde ich sagen, sind wir back. Und ich freue mich drauf. Und ich bin gespannt, weil Yuri feiere ich echt. Und ja, let's go, Freunde. Einfach let's go. Oh, oh. One moment, Freunde. One moment in lifetime. So, jetzt höre ich auch was. Ba-da-da-da. Oh, ich war schon vorbei. Oh, sorry. Venom Pictures, schon wieder, Freunde. Venom Pictures ist ja überall involviert, Alter. Krass. Alter. Das ist ein sehr, sehr exotischer Beat. Ich wohne Kabanz, nimmt am Bandporträt. Es ist Yuri in einem Grand Coupé. Ich häng im Ghetto nicht auf Saint-Tropez. Der ganze Block raucht Marlboros in XXL. Mein Leben unbezahlbar, auch wenn dir die Bitch gefällt. Fick dein Hipster-Fett, ich halte nix von Anstoßen. Du bist ein Blender, wie gefakte Banknoten. Meine Sneaker zatzer rap aus dem Snipes. Ich bin Prototyp, du bist Plagiator Mike. AK4. Gefällt mir. Ich mag seine schön prollige In-the-Face-Stimmlage irgendwie. Also diese sehr, einfach sehr prollige und sehr direkte Art, wie er rappt. Finde ich gut. Und ich feiere den Beat extrem, Freunde. Der Beat ist echt sehr exotisch irgendwie angelegt. Passt auch zum Pariser Video. Feiere ich bis jetzt, Freunde. Bis jetzt, nice. Ich bin Prototyp, du bist Plagiator Mike. AK47, rede nicht von Heißkühlspargel. Unsportlich, wenn wir dich mit Daisy schlagen. Ich seh Rapper blasen weg. Ich hab echt das Gefühl, ich werde in jedem zweiten Track mindestens einmal gedisst, Freunde. Ich bin einfach so der Durchschnittslauch-Deutsche, der nichts erreicht hat, Freunde. Und ich werde in jedem zweiten Track irgendwie gedisst, Freunde. Ich hab echt ein hartes Leben ohne Kack. Gegen Konkurrenzangst, Kanten auf der Street, ticken Trembolon aus Belgrad. Ja, yeah. Ich seh Rapper im Jobcenter. Damals real, heute Bluff. Brock Lesnar, das Leben bleibt stehen, wenn du kommst. Alter, Freunde, eine gute Line, die ich auch verstanden habe. Damals real, heute Bluff, Brock Lesnar. Damals real, er hat früher MMA gefightet, jetzt Bluff, er fightet jetzt WWE. Aber Freunde, er geht jetzt wieder zurück zu UFC, deswegen, ich freue mich auch sehr drauf. Konsequenzen ziehst, ich geb Gas und überhol dich Grand Coupé Musik. Ich rolle tief auf dem Asphalt im Grand Coupé. Was ich will, ist ein Stern auf dem Walk of Fame. Du hast dicken Bizeps, ich hab dickes Portemonnaie. Ich bespucke vor dem Hilton Resort Portiers. In dem Grand Coupé, in dem Grand Coupé. Motherfucker, ich bin dope, sitz im Grand Coupé. In dem Grand Coupé, in dem Grand Coupé. Motherfucker, ich bin dope, sitz im Grand Coupé. Es ist Yuri. Ich glaube, ich hätte Probleme, Grand Coupé dreimal hintereinander auszusprechen. Das würde ich gar nicht hinkriegen. Okay, Freunde, wir machen einen Test. Wir machen einen kleinen Test. Grand Coupé, Grand Coupé, Grand Coupé. Okay, doch. Es ist nicht so schwer, wie ich dachte, aber ich dachte, ich verzweifle komplett dran. Hook war in Ordnung. Ich hätte mir da noch ein bisschen was anderes gewünscht, vielleicht irgendwie. Keine Ahnung, einen kleinen Bleistift, der nochmal ein bisschen in eine andere Richtung zeigt.
Keine Ahnung, war in Ordnung, war mir aber halt zu standardmäßig. Also, keine Ahnung, hat sich zu sehr nach dem Rest vom Track angehört. Ich mag es ja gerne, wenn die Hook irgendwie nochmal anders ist, vielleicht sogar gesungen ist. Bei Yuri passt eine gesungene Hook jetzt, glaube ich, nicht so hart rein. Aber vielleicht nochmal, keine Ahnung, irgendwie ein bisschen was anderes und nicht nur so, ja, wie sich der Rest vom Track anhört. Aber trotzdem nicht schlecht, Freunde, war trotzdem in Ordnung. Hätte aber meiner Meinung nach ein bisschen besser sein können. Fick dein Hip-Hop-Rap, ich bin kalt und bei mir läuft dicker Schlittschuh-Treff. Ihr pumpt euch voll mit Schlittschuh-Treff. Endet mit Bitch-Diss. John Gotti Flow, ich erpresse diese Rich-Kids. Und mein Ego steigt. Aller Coke-Preis, deutsche Rapper lutschen für Features, Vollzeit. Jetzt ist Showtime, Brasilien, Jujutsu. Ich fick deine Meinung, du Flittchen, was guckst du? In meiner Heimat gibt es kein Finanzamt. Mit mir auf nem Beat kriegst du Huren so'n Platzangst. Häng mit Piraten aus Kapstadt. Schöne Line, Alter. Mit mir auf dem Beat kriegst du Huren zum Platzangst. Also sind echt teilweise echt schöne Lines dabei. Ich hab leider oft, dass ich schlechte Lines einfach überhöre und sie gar nicht weiter hinterfrage oder gar nicht, ja, gar nicht merke, dass die Line gerade schlecht war. Ich bekomme aber immer so gute Lines dabei mit oder Lines, die mir gut gefallen mit. Das war echt eine gute Line, Freunde. Also teilweise droppt er echt schöne Lines, float gut. Und ich mag auch diesen In-die-Fresse-Rap, mag ich echt gerne. Kriegst du Huren so'n Platzangst? Häng mit Piraten aus Kapstadt. Stürm in die Villa und die Kalasch macht hat. Yuri Sparrow, Fluch der Karibik. Du bist Business-Class, ich fahr die unterste Schiene. Du gehst shoppen auf der Champs-Élysées. Da war doch gerade gar kein Reim drin, oder? Also, ist jetzt nicht weiter schlimm, aber, hätte man ruhig noch irgendwie, stimmiger machen können. Lass, ich fahr die unterste Schiene. Du gehst shoppen auf der Champs-Élysées. Ich bin im Ghetto unterwegs, in einem Grand Coupé. Ich rolle tief auf dem Asphalt im Grand Coupé. Was ich will, ist ein Stern auf dem Walk of Fame. Du ist aber feierbar. Bizeps, ich hab dickes Portemonnaie. Ich bespucke vor dem Hilton Resort Portiers. In einem Grand Coupé, in einem Grand Coupé. Motherfucker, ich bin dope, sitz im Grand Coupé. In einem Grand Coupé, in einem Grand Coupé. Motherfucker, ich bin dope. Der Beat ist aber echt mächtig, Alter. Der Beat ist echt mächtig, Mann. Krass. Also, ich glaube, der Beat ist schon fast die halbe Miete vom Track, weil ich den echt feiere. Aber ansonsten habe ich eigentlich auch wenig auszusetzen, bis auf die Hook vielleicht. Allgemein stark, sehr, sehr starke Runde, finde ich. Grand Coupé, Motherfucker, ich bin dope, sitz im Grand Coupé. Okay, der war ein bisschen wack, der eine. Aber sonst. Also der Beat ist aber wirklich mächtig, Alter, krass. Es kommt echt noch ein Part. Ich dachte, jetzt kommt irgendwie noch Merch-Werbung und so. Okay. Was ich will, ist ein Stern auf dem Walk of Fame. Du hast dicken Bizeps, ich hab dickes Portemonnaie. Ich bespucke vor dem Hilton Resort Portiers. In einem Grand Coupé, in einem Grand Coupé. Motherfucker, ich bin dope, sitz im Grand Coupé. In einem Grand Coupé, in einem Grand Coupé. Motherfucker, ich bin dope, sitz im Grand Coupé. Also wo ich jetzt die Hook am Ende nochmal gehört habe, gefällt sie mir noch ein mini bisschen mehr tatsächlich, ich weiß nicht. Irgendwie ein bisschen was hat sie doch noch, ein bisschen was hat sie doch noch. Ich würde sagen, wir kommen direkt zum kleinen großen Mini-Fazit, meine Freunde. Ich hoffe, ihr habt reingeguckt. War in Ordnung, war sehr, sehr, sehr gut. Zum Ende hin hat sie mir ein bisschen weniger gefallen, werde ich gleich sagen auch warum. Aber erstmal die positiven und nice Sachen. Beat sehr, sehr mächtig. Also wirklich ein heftiger, nicer Baba-Beat. Hat mir gut gefallen, war auf jeden Fall eine gute Idee, so ein Beat zu wählen. Passt gut zu der Stimme von Yuri, die ich auch sehr, 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 sehr stark finde irgendwie. Also wirklich, er hat eine, ja, also wirklich einfach eine, wie soll ich sagen, Freunde, ihr wisst, was ich meine, eine mächtige Stimme, eine, ja, eine Baba-Stimme einfach, Freunde. Man kann sie anders sagen, eine sehr, sehr tiefe, druckvolle Stimme, feierbar eigentlich nur. Sehr, sehr, sehr schöne Reime teilweise, schöne Lines gehabt. Teilweise, oder jetzt einmal habe ich irgendwie eine Line gehabt, oder einen Part gehabt, der sich nicht so heftig, gar nicht gereimt hat. Vielleicht habe ich auch, war es auch einfach ein anderes Reimschema, was ich dann, nicht auf dem Zettel hatte. Aber ansonsten, eine starke Runde, fand ich. Eine starke Runde. Er hat nicht so hart seine Technik gezeigt. Ich glaube, er kann noch mehr. Zum Beispiel bei Bratons aus Favelas ist er mehr auf Technik gegangen, habe ich das Gefühl. Da hat er noch ein bisschen mehr Show aufgemacht. Hat er hier weniger gemacht. Also trotzdem echt eine stabile Runde, würde ich sagen. Zum Ende fand ich ein bisschen schade, dass bevor das letzte Mal die Hook gekommen ist, dass da einfach irgendwie 30, 40 Sekunden lang nur der Beat war. Hat sich schon so angehört, okay, jetzt ist es zu Ende. Dann ein bisschen schade, hat sich jetzt ein bisschen nach Strecken angehört, dass er sonst nur eine 2,20, 2,30-minütige Runde irgendwie abgegeben hätte. Dass er dann jetzt noch ein bisschen zum Ende hin gestreckt hat, fand ich ein bisschen schade. Das wäre auch das einzige Manko irgendwie. Hätte er noch füllen können oder einfach dazu stehen können. Jo, habe ich halt nur eine 2,20, 2,30-Runde. Wäre ja auch nicht weiter schlimm gewesen.
Aber ansonsten habe ich nicht viel auszusetzen, Freunde. Ich freue mich mehr auf Juri, Freunde, mehr von ihm zu hören. Ich habe mir jetzt Hala Madrid schon angesehen, fand ich auch nice. Und wie gesagt, Patrons aus Favelas, was ja vielleicht am Donnerstag kommt. Wie gesagt, Vote nochmal oben, Freunde. Ich möchte hier alles mit Community Interactive machen, ihr wisst es. Ansonsten war es stark, Freunde. War es echt stark. Ich glaube, er hat gute Chancen. Ist eigentlich auch ein safer Kandidat zum Weiterkommen. Ich kenne jetzt die anderen nicht alle, aber ich schätze Juri, Grinchill und vielleicht der Asiate. Aber bei Juri und Grinchill bin ich mir eigentlich sicher, dass sie weiterkommen werden. Sebastian Mitchell haben auch ein paar geschrieben, yo, freu dich drauf, der ist nicht so schlecht, da wirst du auf jeden Fall deinen Spaß dran haben. Und vielleicht ist es euch aufgefallen, Freunde, ich habe den Fokus von der Kamera geändert. Ich müsste jetzt dauerhaft scharf sein, also nicht vom Schönheitsgrad her, Freunde, darüber wollen wir bitte nicht reden, aber ich meine jetzt vom Schärfheitsgrad von den Pixelonius her. Ja, das wollte ich nur sagen. Nee, Krix ist in der nächsten Runde, genau. Krix ist in der nächsten Runde erst. Ich dachte gerade, Krix ist auch noch in der Runde. Ich war kurz verwirrt, Freunde. Ich möchte gar nicht mehr viel mehr labern. Das Video ist schon über 10 Minuten, Freunde. 20 Mal Werbung ist hoffentlich drin. Grüße gehen raus an euch alle. Und ja, schaut morgen noch wieder vorbei, Freunde, um 12. Da gibt es einen FDF-Contest, wo ich euch einen nice Rapper vorstelle. Beim letzten Mal zum Beispiel war Cubano dabei, Freunde. Ein absolut gechillter Typ, den ich euch nur weiterempfehlen kann. Also schaut da gerne mal vorbei oder checkt einfach mal Cubano ab, Freunde. Ich möchte jetzt hier nicht irgendwie das Battle beeinflussen vom FDF-Contest, aber der Vote ist eh schon von daher alles gechillt, Freunde. Ja, schaut nochmal beim FDF-Contest vorbei, habe ich gesagt. Und sonst morgen um 18 Uhr schauen wir uns Zarus und Kenzu an. Kenzu, Freunde. Kenzu, habe ich gehört, soll gar nicht so schlecht sein. Julian hat das Feature, glaube ich, ein bisschen verhunzt, aber von euch wird ein paar. Kenzu ist nicht so schlecht. Ich freue mich drauf, Freunde. Ansonsten, wie gesagt, schaut alle meine Videos. Danke, gebt hier überall einen Daumen nach oben und klickt auf alle meine Amazon-Links, Freunde. Dann bin ich zufrieden, kauft ein bisschen was über meine Amazon-Links und dann ist das Leben gechillt, Freunde. Bis dahin, habt noch einen sehr, sehr schönen Tag und ciao.